Herzlich willkommen zum Seelenreiten Nummer 72. Gestern kam ja das Update raus mit den beiden Uris und hier haben wir ja ein Beispiel. Hier ist einmal Campos oder wie Julius genannt hat, Peace Ocean, auch ein sehr schöner Name. Und ja, ich weiß, mein Manta, der passt eigentlich nicht zum Stil, aber der ist schon durch und deswegen habe ich gedacht, nehme ich den auch weiterhin und ich finde ihn auch irgendwie voll niedlich, deswegen mal gucken, ob der mich irritieren könnte. So, dann machen wir das ganze Spiel wie sonst ja auch, dann Hamster, ja, das ganze ja sonst auch hier mit den Fragen und so weiter und ja, und sie wollte einfach nur sicher gehen, dass dieses Wort jetzt auch drin ist, beziehungsweise sie hat einfach nur das geschrieben, ja, ich umarme dich auch. Sie hat es einfach nur geschrieben, weil sie genau wusste, ich nehme jetzt auf und damit das reinkommt, da sie ein Hamster-Fanatiker ist, aber hallo. So, mal gucken, die Decke kriegen wir heute noch nicht, aber ja, wir nähern uns langsam echt dem Ziel. So. Okay, dachte eigentlich, dass der Manta keine Geräusche nebenbei macht. Na gut, kein Problem. Überspringe die Schockwellen, Geistlichter Symboljagd. Gut. Ja, ich habe es wieder mal mit den anderen Geschichten vertauscht. So, und zwar die erste Frage heute. Was magst du an SSO und was würdest du ändern? Also, an SSO mag ich an sich alles. Also ich mag die Aufmachung, ich mag die Storyquests, ich mag das Neue mit der Grafik, ich mag die Pferde, ich mag die Ausrüstung, ich mag an sich, wie gesagt, wirklich alles, auch die Events und so weiter. Das Einzige, was ich, wie gesagt, nur ändern würde, wäre das Einzige, was ich jetzt so auch spontan sagen kann, was ich ändern würde, ist, dass sie Halloween halt, das Dorf halt größer machen, ne? Also größer und länger laufen lassen, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Und was ich noch hier ändern würde, ist, die konzentrieren sich ja momentan auf die grafischen Updates der Pferde. Finde ich an sich auch nicht schlecht. Also ich bin da eigentlich total zufrieden mit, dass sie das machen, weil irgendwann müssen sie es machen. Deswegen können sie es am besten jetzt ein ganzes Jahr machen und danach haben sie Ruhe. Problem ist nur, dann sollen sie aber sich aber auch nur auf die Remake-Pferde konzentrieren und nicht noch neue Rassen rausbringen. Weil neue Rassen können sie dann wieder in der alten Methode wie früher machen. Ne? Früher haben sie das ja nur alle 4 Wochen, alle 8 Wochen. Wenn sie jetzt dieses Jahr sich nur auf die Remakes konzentrieren würden, und dann aber keine neuen Rassen rausbringen würden, hätten wir erstens weniger zu nerven von wegen, es gibt eine neue Pferde. Und zweitens, hier würden dann die Updates auch schneller durchgehen und so weiter. Also das würde ich verändern halt, dass sie sich dieses Jahr dann wirklich nur auf die Remakes konzentrieren. Und neue Rassen dann halt in gewohnter Form wie früher halt machen, nächstes Jahr dann. Aber es bleibt SSO natürlich selbst überlassen, die haben sich nicht umsonst einen Plan gemacht. Und ja. Und dann würde ich halt das mit den Gesten noch ändern, halt, dass die Gesten halt unabhängig von dem Chat da sind, sodass man sich halt in der Chatsperre, wenn man die Chatsperre hat, trotzdem kommunizieren kann. Auch wenn man den Chat halt nicht öffnen kann, das würde ich halt noch ändern. Ja. Ansonsten weiß ich jetzt gerade so nichts, was ich ändern würde. Das wären jetzt so meine größten Punkte, die mir jetzt gerade spontan einfallen, was ich ändern würde. Jetzt an SSO, wenn man jetzt mich das fragen würde, beziehungsweise wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, mit SSO zu reden, würde ich das halt so machen. So, Geistlichter. Die nächste Frage ist, würdest du, beziehungsweise Challenge, Dingsbums, keine Ahnung, wie sowas man nennen soll, würdest du für 1000 Euro auf einer Kuhweide stehen und mit den Kühen Gras fressen? Ja, würde ich machen. Na! Also ich würde mich da hinstellen mit Kühen, unter Kühen, unter Gras fressen. Würde ich machen, kein Problem. Für 1000 Euro, warum nicht? Na, würde man sagen, so großartig ist Gras ja an sich nicht. Deswegen würde ich das machen. Na. Das mit dem Gras fressen für 1000 Euro. So. Das Symbol auswählen. Symbol auswählen. So. Brot oder Brötchen? Wie viele Sterne sie haben? Also,
Brot mag ich jetzt nicht so gerne, dann würde ich halt... Nein. Oh, war das knapp. Also, nochmal zum Thema. Also, ich würde gerne... Also, ich esse lieber Brötchen als Brot, weil Brot, keine Ahnung, ist manchmal... Ich weiß nicht, Brot ist immer irgendwie so... Keine Ahnung, schmeckt irgendwie langweilig. Beziehungsweise, man hat von Brötchen irgendwie mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, man kann ein Brot zum Sandwich zusammenklappen. Das heißt, man braucht schon wieder, wenn man jetzt ein Sandwich machen will, braucht man zwei Brote. Wenn man jetzt ein Brötchen einfach nur aufschneidet und das halt dann drauf schmiert und wieder zuklappt, hat man nur ein Brötchen gehabt und muss nicht zwei Brote haben. So gesehen hat man von Brötchen mehr. So. Verständlich erklärt? Deswegen esse ich lieber Brötchen als Brot. Weil vom Brötchen hat man mehr. So, und das geht dann nicht so schnell leer wie zum Brot. Sand oder Katzenstreu? Ich weiß nicht, auf was du das beziehst, aber wenn ich mich jetzt drauflegen, wenn es jetzt heißt, ich würde mich drauflegen müssen oder so, dann würde ich mich eher auf Sand drauflegen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht gerade, was du mit Sand oder Katzenstreu meinst als Vergleich. Katzenstreu ist gut für Katzen, aber wenn man sich drauflegen will, dann lege ich lieber einen Sandstrand und nicht einen Streusand. Ne? So als ja, Abschluss dieser Frage. So, da haben wir das Training ja auch schon wieder durch. Das heißt, dann kommen jetzt gleich die ersten Missionen. So. Missionen. Rette das verdorbene Pferd und rette den Agenten. Jo. Wo müssen wir hin? Silverlade Felder. Bis gleich, Leute. So. Ich habe jetzt die Spielmusik jetzt ein bisschen lauter gelassen. Aus dem einfachen Grund, dass wieder ASMR im Hintergrund ist und ich hoffe halt, dass das nicht so doll zu hören ist, wenn ich jetzt die Musik lauter habe. Ja, und bisher habe ich mich halt auch trotzdem noch, was war das für ein Lag? Ja, auch trotzdem noch so verstanden. Auch wenn ich die Musik auf volle Touren hatte und ja. Boah, Mann, ich will ein Thumbnail haben mit dir, du dämliches Horsi. Nein. So, komm her. Pferdchen, komm her. So. Danach mache ich dann mit der Frage weiter. Ich will jetzt nur eben schnell ein Thumbnail haben und danach mache ich die Fragen weiter. Und zwar ist die nächste Frage, würdest du für 1 Million Euro deinen Club auflösen? Also, nein. Selbst für das ganze Geld der Welt würde ich meinen Club nicht auflösen. Einfach aus dem Grund, dass ich meinen Club liebe und dass ich halt auch die Mittis nicht alleine stehen lassen will, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn ein Club einfach aufgelöst wird. Ich hatte das nämlich selbst auch in der Vergangenheit. Da stand ich auf einmal ohne alles. Und jetzt habe ich endlich wieder eine Familie gefunden. Also, würde ich jetzt den Club definitiv nicht auflösen. Also, ich sag mal so, ich würde ihn auflösen und neu gründen, wenn alle mitgehen würden. Aber das Geld würde ich dann mit den allen teilen. Als Entschädigung dafür, dass ich den Club neu gründen müsste, würde ich das dann mit denen teilen. Würde ich denen allen was von abgeben. Von der Million, von dem Geld. Als Entschädigung. Weil ich... Ja, man muss ja, ne, seine Middies hier auch ja einen Grund geben, beziehungsweise einen guten Grund geben und ja auch eine Entschädigung geben. Und ich würde dem, wie gesagt, dann was von 1 Million abgeben, wenn ich jetzt den Club wirklich löschen müsste, warum auch immer. Würde ich machen. Ja. Aber das ist halt so, dass ich würde, also Spaß beiseite jetzt, ich würde meinen Club nicht lösen. Ich, wie gesagt, halt selber weiß, wie es ist, wenn man ohne Familie da ist in diesem Spiel. Es ist einfach langweilig. Ohne Club ist es langweilig. Und ich würde meinen Club nicht lösen, egal was man mir sagen würde. Selbst wenn man bedrohen würde, würde ich den Club nicht lösen. Dann würde ich den übergeben, wenn ich bedroht werden würde oder aus irgendwelchen Gründen irgendwann nicht mehr spielen könnte, würde ich den Club weitergeben, ja. Aber ich würde ihn nicht komplett auflösen. Dann würde ich ihn weitergeben. Damit er weitergeführt werden kann. Das auf jeden Fall. Dann würde ich ihn meinen Leuten überreichen. Wenn ich irgendwann nicht mehr spielen könnte, warum auch immer.
So, Mission Nummer 2, errichtet den Agenten. Hollywood, ist gut, das kann ich ja durchlabern. Gut. Die nächste Frage ist, schwarz oder weiß? Also, erstmal baue ich Scheiße. Erstmal baue ich natürlich Blödsinn. Also, die Tatsache, dass ich selber in schwarzen SSO rumlaufe, also ich beziehe es jetzt nur auf SSO, also in Real Life laufe ich, wie gesagt, leger rum, also das, was mir gerade in die Arme geht und so weiter, was ich gerade aus dem Schrank ziehe und so, halt meistens in Naturfarben wie braun, blau und sowas, aber halt auch dunklere Farben davon, halt nicht so auffällig. So, in SSO halt, da ziehe ich sowohl schwarz als auch weiß an. Also ich mag da die Farben. Man sieht mich ja öfter mal auf Bildern, wenn ich Edits mache, ja, gerne, ja ganz gerne in schwarz, weil schwarz halt, weiß nicht, in Real Life mag ich schwarz, komplett schwarz anziehen jetzt nicht so, aber in SSO ist es halt sowieso was anderes als in Real Life. Also dann lebe ich halt das, was ich in Real Life nicht mache, halt in SSO aus. Und deswegen ziehe ich mich halt immer farblich immer komplett an, sodass es halt richtig wie abgestimmt aussieht und so weiter. Und hier, ja, dazu gehört manchmal auch komplett weißes Outfit oder komplett schwarzes Outfit. So, also, ja. In Real Life jetzt mag ich beide Farben, aber klamottentechnisch, wie gesagt, habe ich eine ganz andere Richtung als in SSO. Komplett andere Richtung als in SSO. Also ich glaube, in Real Life würde denken, das bin ich gar nicht. Wenn ihr mich sehen würdet, wie ich normalerweise rumlaufe. Dann würde ich denken, das ist definitiv nicht Stubby, die läuft dann so mal wie geleckt rum. Aber ja, das ist halt, da ist halt dann dieses typische Real Life und Spiel, ne? In Real Life macht man das und im Spiel macht man das. So, und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht verhaue. So. Ich habe jetzt noch so viel Zeit, aber so wenig Balken. Deswegen werde ich ja wohl das noch, diesen Restbalken aber noch hinbekommen. Und dieses dämliche Ding fliegt ja auch immer kreuz und quer, wo es hin will. So. So, jetzt noch einmal letzten Atemzug und dann habe ich ihn. Komm her. Ja, yep, geschafft. Eng, aber geschafft. So, ich hoffe, die Frage konnte ich auch gut beantworten. Und ja. Dann jetzt nochmal als Abschluss, was ich vorhin jetzt noch sagte, wegen SSO. Das mit den Pferden, mit den Grafik-Updates. Also, ich lese halt immer wieder, dass halt viele sich beschweren, dass es so viele Pferde gibt und so. Leute, die müssen irgendwann auch mal anfangen, das Spiel zu updaten, damit das auch für euch und für die neuen Spieler interessant bleibt. Weil SSO lebt nun mal von uns. Das heißt, sie müssen auch irgendwann anfangen, die Pferde zu updaten. Und dann können sie das doch jetzt ein ganzes Jahr durchmachen mit den Updates, mit den Grafik-Updates, mit den Remakes, mit den Gebiets-Updates und so weiter und auch mit dem Charakter-Update. Das Charakter-Update kommt bestimmt noch, aber nicht mehr dieses Jahr, sondern wahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil sie erstmal alles um den Charakter herum erstmal updaten wollen, damit der Charakter auch nicht irgendwo festbackt. Man muss sich mal vorstellen, updaten jetzt unseren Charakter. Während das Spiel noch, während das ganze Umfeld hier, die ganze Karte, die ganzen Pferde, alles noch halb fertig ist. Ganz ehrlich, dann backt der Spieler überall rein, oder der Reiter, der backt überall rein. Der backt in die Pferde rein, der backt in sonst wo, in welchen Gegenständen ein rein. Der kann dann die Gegenstände gar nicht greifen im besten, blödsten Fall, oder ist es gar nicht kompatibel mit dem. Also das muss erstmal alles auf eine Schiene gebracht werden. Und deswegen setzen sie seit letztes Jahr so dermaßen an die Grafik-Updates ran, um das fertig zu bekommen, damit der Spieler gemacht werden kann, Leute. Also habt bitte ein bisschen Geduld. Lasst die arbeiten. Die machen den Job so gut, wie sie es können und so schnell, wie sie es können. Also tut mir bitte den Gefallen und lasst dieses Haten sein, dass sie mehr Story-Quests rausbringen sollen. Das machen sie auch noch. Aber lasst sie erstmal das Spiel updaten. Ne? Nur nochmal so eine kleine Real Talk-Geschichte von mir, weil mir das halt übelst auf den Sack geht, dass ihr die ständig vorverurteilt, die werden geldgeil und die werden nur auf Pferde aus und die sind langweilig.
Es gibt in jedem Spiel gibt es eine Phase, da ist es einmal eben langweilig und dann wird es aber wieder geil. Also Leute, lasst sie machen, denn die arbeiten im Hintergrund hundertprozentig an irgendwas, was wir dann als Überraschung nächstes Jahr bekommen. Entweder Charakter-Update, entweder neues Gebiet oder neue Funktionen, ne? Also lasst sie einfach arbeiten, bitte, und meckert nicht so viel rum. Ich bitte drum. So. Da Julie jetzt AFK ist, mache ich dann die Verabschiedung alleine. Also, ich wünsche euch dennoch, dass ich gerade ein bisschen rumgemeckert habe, aber es nervt einfach. Noch einen schönen Tag, nicht so viel Regen, denn bei mir war heute übelst Regen. Und ja, nachher noch eine gute Nacht und bis morgen.